bin ich also wieder in der Hessischen Schweiz. Ich laufe heute wieder den P4 und P16 mit dem Pombegen. Die Strecke bin ich ja vor 2 oder 3 Wochen schon mal gelaufen und hat keinen Spaß gemacht. Damals waren es 38 Kilometer. Heute will ich auf jeden Fall die 40 knacken. Werden dann auch so 1400, 1500 Höhenmeter werden, schätze ich mal. Das Wetter heute ist richtig geil, richtig schönes Laufwetter. Die Sonne scheint, ein paar Wolken am Himmel und so, weiß ich nicht, 25 Grad. Also wirklich perfektes Laufwetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Sonne scheint. Geil. So, wir haben schon 12:30. Ich war nämlich gestern auf einer Hochzeit und da wurde auch ein bisschen was getrunken. Ich hoffe mal, ich halte das heute durch. Mein Plan, dass ich den auch durchziehe bis zum Ende. Bin jetzt nämlich auch bestimmt 6 Stunden unterwegs. Ich versuche mal, so wenig Pausen möglich zu machen. Ja, weil ich habe die Aussichtspunkte und die schönen Wege kenne ich ja jetzt alle schon. Muss hier nicht unbedingt stehen bleiben. Und bei dem Ultramarathon in 2 Wochen möchte ich auch so wenig wie möglich Pause machen. Tja, was soll ich sonst noch erzählen? Ja, wie gesagt, ich habe 12:30. Vielleicht bin ich um 6:30 dann fertig. Wenn ich zu Hause bin, ist es 7. So, dann wird gegessen, nach Hause gefahren, nach Kassel und ins Bett. Eigentlich wollte ich ja keine Pausen machen, aber echt immer wieder beeindruckend hier oben. Aber geht sofort weiter. Jetzt 10 Kilometer geschafft, ohne Pause durchzulaufen, kein Problem, die Waden drücken ein bisschen, aber das läuft sich auch wieder raus. Ich bin jetzt die 10 Kilometer in etwas über einer Stunde gelaufen, 1 Stunde 5, und wenn ich das mal 5 nehme, müsste ungefähr eine realistische Zielzeit für den Südthüringen Trail rauskommen. Das sind ja 47,5 Kilometer, aber halt noch mit ein paar mehr Höhenmeter. Das heißt, ich bin stehe mit 5,5 Stunden gar nicht so schlecht da. Damit wäre ich letztes Jahr in den Top 10 gewesen. Dieses Jahr, also letztes Jahr waren es aber nur 89 Teilnehmer. Ich glaube, dieses Jahr sind es doppelt so viele. Ich habe mal die Startliste angeguckt. Es sind schon einige dazugekommen. Das ist ja auch erst die 2. Auflage von dem Trail-Rennen. Und er wurde durchweg positiv bewertet. Und von daher werden dieses Jahr ein paar mehr Leute an den Start gehen. Also wie gesagt, bis jetzt sind schon doppelt so viele angemeldet wie vor einem Jahr. Wenn ich wirklich gut durchkommen sollte, ist ein Platz in den Top 20 tatsächlich drin. Das wäre echt schon mega Hammer. Ich laufe jetzt auch ein bisschen gebremst, obwohl, schwer zu sagen, ich bin nur erst 11 Kilometer gelaufen. Noch nicht mal 11, 10,5 sind es jetzt. Mal gucken, wie die nächsten 30 Kilometer werden.
Aber das ist eigentlich ungefähr der Pace, den ich mir auch gut bei dem Südthüringen Trail vorstellen könnte. Hinzu kommt da ja dann noch die Motivation und das Adrenalin des Wettkampfes. Also 5,5 Stunden wären echt schon mega geil für meinen ersten Ultra Trail Lauf. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ist ja der letzte lange Lauf jetzt. Danach geht es ins Tapering. Dann werden wir 8 Kilometer gelaufen, mal 5. Aber auch keine Tempoläufe mehr, keine langen Läufe mehr. Jetzt geht es 2 Wochen in die Regeneration sozusagen. Dass ich dann für den Lauf topfit bin. Oh, ich freue mich echt schon tierisch drauf. Das wird. Vaterröder Stein. Alle schon vor 3 Wochen gesehen. Keine Müdigkeit vortäuschen, weiter geht's. Wir laufen jetzt nicht den P16, sondern machen einen ganz kleinen Umweg über den Grat. So, höchste Konzentration ist hier gefragt. Hier stolpern kann böse enden. Immer wieder geil das Teil. Ah, so, 17 Kilometer, etwas mehr als 17 Kilometer ohne Pause bis jetzt. Ich fühle mich wesentlich fitter als letzte Woche. Da war ich ja nach 15 Kilometer schon am Kämpfen. Ja, 16 Kilometer. Das heißt noch 25. 27 Kilometer, das haben wir noch nicht mal die Hälfte geschafft. Aber ich fühle mich ganz gut. Ich schaffe es auch immer wieder zwischendurch einen Happen zu essen. Ein Stückchen Cliff Bar oder eine getrocknete Dattel.
damit ich mein Kaloriendefizit nicht zu groß wird und ich am Ende wieder Magenprobleme kriege und richtig kämpfen muss. Wir sind wieder in Asbach-Sickenberg. 21,1 Kilometer, also ich habe mal ein tolles Rum. In 2 Stunden 14. Ich fühle mich noch recht gut. Und mal hoffen, dass das in den nächsten 20 Kilometer auch so bleibt. Es kommt noch mal ein böser Anstieg gleich. Hier geht es jetzt hoch, dann unten am Wald lang und dann wieder steil da hoch. Ja, ich glaube, es ist dann auch schon der letzte böse Anstieg. Ich weiß nicht genau. Schauen wir mal. Ich will ja auch die Route ein bisschen abändern. Im Gegensatz zu vor 3 Wochen. Also noch mal ein paar Kilometer mehr. Und ich weiß halt auch nicht, was mich da für Berge und Hügel erwarten dann. Schauen wir mal. Das ist wie gesagt 21,3 Kilometer jetzt und fühle mich noch richtig fit. So, von da unten bin ich gerade gekommen. Puh. Jetzt geht es hier nochmal schön hügelig über das Plateau. Aber die meisten Hügel habe ich hinter mir. Und auch über 26 Kilometer. Und ich fühle mich top. Ich merke gar nichts. Jetzt wäre ich gerade 5 Kilometer gelaufen. Natürlich, also diese Steigung raubt schon ganz schön viel Energie. Und ich merke jetzt auch schon, dass ich nach den Steigungen ganz schön außer Atem bin. Aber es ist nicht so, dass ich danach ein Sauerstoffzelt bräuchte. Sehr geil. Es ist echt ein unbeschreibliches Gefühl, die körperlichen Grenzen immer weiter nach hinten zu verschieben. Wenn ich überlege, beim ersten Halbmarathon, wie kaputt ich da war. Da hatte ich echt nur noch einen Fuß von den anderen gesetzt und ab ins Ziel. Und jetzt, 26 Kilometer, über 1000 Höhenmeter, nix. Echt geil. So, wie gesagt, das Plateau geht jetzt hier lang. Und dann noch so 18 Kilometer, vielleicht sogar noch 20. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ich bin die 26 Kilometer ohne Pause gelaufen. Also normalerweise mache ich hier alle so 10 Kilometer mal eine Pause, auch um die Aussicht zu genießen, Fotos zu machen. Aber bis jetzt eine Pinkelpause und zweimal kurz aufs Handy geguckt, ob ich noch richtig bin. Ansonsten bin ich tatsächlich durchgelaufen. Und wie gesagt, ich merke noch nichts. Mal gucken, ob der berühmte Mann mit dem Hammer noch kommt oder ob er zu Hause bleibt. Ich habe jetzt den mir bekannten Weg verlassen. Laufe noch eine kleine Schleife. Es geht schon ziemlich viel bergab. Ich gehe mal davon aus, dass ich das nachher auch alles wieder hoch muss. Aber genau das wollte ich ja. Mehr Kilometer und mehr Höhenmeter. Schon bin ich falsch, verdammt. Da auf der gelben Linie wollte ich eigentlich sein und ich bin da der rote Pfeil. Das heißt, ich laufe jetzt hier hoch oder gesagt da runter und dann da wieder hoch, dass ich auf meine Strecke komme. Naja, noch ein paar Kilometer und Höhenmeter mehr. So, hier war ich noch nicht. Aussichtspunkt Faulborns Kopf. Also hier oben war ich echt noch nie, aber die Aussicht sieht genauso aus wie von da, weil da oben komme ich auch noch hin. Aber jetzt nach über 31 Kilometern merke ich doch schon, dass die Aufstiege wehtun. Ja, 10 Kilometer müssen wir aber noch. Hilft alles nichts. Ich meine, 10 Kilometer ist ja wirklich nichts.
Vielleicht bin ich am Auto. Dann habe ich so 41 Kilometer gelaufen. Ich habe leider mein Geld vergessen. Das heißt, die Cola im Naturcafé fällt aus. Aber ich habe noch ein bisschen Energie. Die Marathon-Distanz noch nicht voll. So laufe ich noch mal eine kleine Runde. Und zwar da oben rum. Lauf da hoch und dann wieder runter. Nochmal so 5 Kilometer, denke ich. So. Und dann haben wir die Marathon-Distanz geknackt. Und dann geht's nach Hause. Gerade noch mal alles überlegt. Ich laufe nicht da oben rum, die 5 Kilometer. Ich laufe unten lang, unterhalb von den Klippen. Dann habe ich auch über 42 Kilometer. Und dann geht's nach Hause. Ich muss mich ja auf meinem letzten langen Lauf nicht da kaputt machen. Das hebe ich mir dann für den Ultra auf.